Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Angels of Death. Ein Spiel, das ich schon einmal Let's Played habe, aber das war noch auf meinem alten Kanal. Ich habe jetzt den Let's Play-Kanal gestartet und versuche da alle alten Let's Plays wieder drauf zu bringen. Ich würde sagen, wir starten mit Episode 1. Das Spiel müsste bekannt sein. Es ist sehr beliebt gewesen und hat einen Anime bekommen. Einfach ein Traum. Ich wünschte, mir würde das passieren. Let's go! Ja, damit wären wir im Startscreen. Ich werde versuchen, das so gut es geht auf Deutsch zu übersetzen. Das Spiel ist auf Englisch. Ich hoffe, ich bin nicht zu sehr eingerostet. Wir werden sehen. New Game. Arrow Keys. Ja, genau. Ja, Shift, Shift, Z, Space. Space, bla 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 bla. Ja, okay, cool. Okay, krieg ich hin, glaube ich. Krieg ich, glaube ich, hin. Zimmerservice! Zimmerservice, hallo! Nani? Hm? Ein blauer Vollmond. Ist es Nacht? Wo bin ich? Ich war in einem Krankenhaus. Ah, das stimmt. Ich bin ziemlich sicher, dass ich im medizinischen Untersuchungsraum war. Also so, ich glaube im Operationsraum sogar. Jedenfalls muss ich mich beeilen und Mama und Papa finden. Mysteriös. Das ist Rachel Gardner oder auch Ray. Garvey, nein, Spaß. Okay, ihr seht schon, hier oben sind Überwachungskameras. Das ist ja schon durchaus weird. Da ist ein weißer Stuhl. Ja, mal schauen, was uns hier erwartet, ne? Das ist nicht das gleiche Krankenhaus wie zuvor. Okay, also sie war woanders. Sind das Einschusslöcher? Das sieht ja richtig crazy aus. Crazy? I was crazy once. Das scheint ein Tor zu sein, aber es ist verschlossen. Ja, das ist natürlich schlecht. Was steht hier? Achso. Da steht etwas auf der Wand geschrieben. Achso. Achso. Wer seid ihr? Um es zu wissen, müsst ihr euch selbst finden. Ist dies dein wahres Selbst oder das, welches du dir erwünschst? Ein Engel, ein Opfer? Kenne dich selbst und das Gitter, das Tor da drüben, soll sich öffnen. Hä? Ja, das ist in super alter Sprache geschrieben. Nani, da ist eine Maschine mit einer Karte drin. Es sieht so aus, als könnte man die Karte nicht entfernen. Okay, sind das Spiegel? Ja, das sind Spiegel. Aber es gibt keine Reflexion. Außer hier. Deine Reflexion wird im Spiegel gespiegelt. Das bin ich, mein gewöhnliches Selbst. Okay. Gut. Nur mein gewöhnliches Selbst. Okay, okay, Bitch. Der Computer hat sich von selbst angeschaltet und irgendeine Art von Programm gestartet. Der Infoscreen ist geöffnet. Daten entern, also eingeben. Bitte beantworte folgendes. Name. Rachel Gardner. Alter. 13. Was tust du hier? Ich bin ziemlich sicher, ich war in einem Krankenhaus und als ich dann aufgewacht bin, war ich hier. Warum? Hm? Warum? 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 Warum das Krankenhaus? Ich habe jemanden gesehen, der starb. Es ist genau vor mir geschehen. Also wurde ich hierher gebracht für psychiatrische Maßnahmen. Wie nennt man das denn? Dieses psychische Gespräch, Aufarbeitungsgespräch oder so. Was wirst du jetzt tun? Diesen Ort verlassen. Ich möchte meine Mama und meinen Papa sehen. Eintrag vollständig. Ja, ich werde jetzt die Schlüsselkarte zur Schau stellen und fertigstellen und ausdrucken. Also ich nehme an, das ist wie eine Art Ausweis. Da guckt eine Karte raus. Wir haben eine Karte bekommen. Kann ich damit aus dem Ort hier verschwinden? Dennoch, ich frage mich, was es meinte bei Play Start, also das Spiel beginnt. Hä, wann haben sie das dann gesagt? Habe ich total überlesen. Das scheint für eine Keycard zu sein.
Ja, wir müssen die mit dem Menü auswählen. Ich denke mit Escape. Das sieht übrigens sehr schön aus. Ich werde mal speichern, das ist mein alter Spielstand, also meine alten Spielstände. Hä, als ob ich bloß 2 Stunden gebraucht habe. Das glaube ich aber ganz bestimmt nicht. Okay, Keycard. Ah, wir haben eine Handtasche. Da ist ein Nähkit und irgendwas in ein Taschentuch gewickelt. Ups. Dö, das ist falsch. Keycard. Gut, wir haben die Keycard reingeballert. Okay. Ich habe übrigens Tee dabei, also ab und zu werde ich wahrscheinlich einen Schluck trinken und zwar so. Ja, und dabei werde ich sterben. Das ist ganz normal. Okay, let's go. Ah, ich liebe Schwarztee. Dieser Aufzug, der hat nur einen nach oben Button. Das ist sehr seltsam. Ich kann mich nicht daran erinnern, im Keller gewesen zu sein. Das Mädchen auf dem untersten Bereich ist hierbei das Opfer. Alle Stockwerke machen bitte ihre Vorbereitungen. Hierhinter liegen Lügen und die Spiel... Achso, nee. Dahinter liegt die Spielebene. Das Gitter wird sich jetzt öffnen. Okay, aber diese Ankündigung gerade, was bedeutete das? Was bedeutete das? Ja, das scheint ein Aufzug zu sein, der nur nach oben geht. Und es gibt auch nur einen einzigen Knopf. Dann nehmen wir den doch mal, wenn das der einzige Knopf ist. Dann können wir ja leider nichts machen hier. Der Floor B6, also das Stockwerk. Der Aufzug hat angehalten. Bin ich in einem Gebäude? Irgendetwas stimmt hier nicht. Jedenfalls, wo ist der Weg nach draußen? Ich möchte an der Stelle betonen, das sind Berge von Müll. Ich finde das Spiel cool. Ich finde auch, dass es ein großartiges Anime-Konzept ist. Aber ich spiele das Spiel gerade eigentlich, weil ich den... Ja, was heißt Nachfolger? Es gibt noch ein Spiel von dem Entwickler von Angels of Death. Ich habe bloß leider gerade den Namen vergessen und ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Vielleicht schreibe ich es in die Beschreibung. Wahrscheinlich werde ich das tun. Und zwar heißt das Forest of Drizzling Rain. Und ich finde das Spiel wunderschön. Es ist auch viel horroresker als dieses Spiel. Und hat auch ein Remake bekommen, das ich letztens auf Steam geschenkt bekommen habe. Von Cheffe natürlich. Ich bekomme alles von Cheffe geschenkt. Außer dieses Spiel. Das habe ich mir, glaube ich, selber gekauft, weil da kannte ich Cheffe noch nicht, als ich das gespielt habe. Glaube ich zumindest. Naja, auf jeden Fall freue ich mich da sehr drauf und das habe ich auch schon seit Jahren vorgehabt, aber habe mich immer nicht getraut, weil ich ein Schisser bin. Ich glaube, hier gibt es auch nur ein Ende. Also ich glaube, wir müssen uns hier nicht konzentrieren auf verschiedene Enden und so. Es ist, glaube ich, sehr geradlinig. Die Fliegen schweben um den Müllberg herum. Okay, wir haben hier eine Art Straße. Ich bin einfach so ein Rebell. Ich gehe vom Bürgersteig runter und benutze nicht mal den Zebrastreifen. Okay, ich komme nur hier lang. So, ich mag auch, dass hier alles selber gezeichnet ist. Also ich nehme an, dass auch die ganzen Sprites von der Umgebung selbst gemacht sind. Muss mich beeilen. Okay, wenn du das sagst. Ich erkenne diesen Ort überhaupt nicht. Warum bin ich hier? Da ist eine Zeitung an der Wand. Wird sie vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Weil mich interessiert eher das. Das ist ein Poster, aber es ist leider zu kaputt gerissen, um zu erkennen, was es ist. Ein rücksichtsloser Mord? Datum geschwärzt. Wurde die Leiche eines Mannes gefunden auf der geschwärzten Straße im geschwärzten Staat. Die Leiche hatte offene, klaffende Wunden, die scheinbar von einer scharfen Klinge verursacht wurden. Die Autoritäten... Ja, behandeln es als Mord. Seit dem letzten Monat sind eine Reihe von ähnlichen Morden in diesem Staat geschehen. Es wurde noch keine Verbindung oder Ähnlichkeit zwischen den Opfern hingestellt. Also, ja, wird den umliegenden Bewohnern geraten, vorsichtig zu sein. Ein Artikel über einen Mord? Ja, das klingt doch schön. Das sieht aus wie eine schwarze Gasse. Ich habe ein bisschen Angst, reinzugehen. Ja, das ist eigentlich klug. Da steht lame. Okay. Irgendetwas riecht richtig abartig ekelhaft. Okay. Hier geht's nicht lang. Wir können also nur dem Weg folgen. Das machen wir natürlich. Oh. Habe ich jetzt einen Jumpscare verpasst? Ich weiß es nicht.
Aber das ist doch der Keller dieses Gebäudes. Die Tür ist, die Tür ist geschlossen und verbarrikadiert mit... Kann ich jetzt hier rein? Nee. Okay. Mit Holz. So, was haben wir noch Schönes? Ja, da riecht wieder was richtig ekelhaft. Ein braun-roter Fleck ist am Ende der Straße zu sehen. Was könnte das nur sein? Die Tür ist verschlossen, aber es gibt kein Schlüsselloch. Ah, das ist ein Notausgang, der sagt, da geht's zum Aufzug. Also ist da drin der Aufzug? Aber die öffnet sich nicht. Es gibt ja nicht mein Schlüsselloch. Wie soll ich die denn öffnen? Ich muss dringend einen Weg finden, diese Tür zu öffnen. Schätze, ich muss mich noch ein bisschen umschauen an Orten, die ich noch nicht gesehen habe, betrachtet habe. Ich habe mich gerade vor den Fliegen erschrocken. Upsi. Ah, guck mal. Eine Schaufel. Eine große Schaufel, aber die ist ziemlich schwer. Ja, dann können wir die wohl leider nicht mitnehmen. Das ist blöd. Aha, hier ist was kaputt, aber das juckt irgendwie keinen. Und da ist noch eine verschlossene Tür. Okay, hat sie vielleicht jetzt die Muße, in eine der dunklen Gassen zu gehen? Oder vielleicht muss ich auch was triggern, das kann sein. Ach nee, jetzt geht sie. Eine Gasse. In diesem Schrank ist es leer. In diesem Spind. Das spinnt doch. das ist eine alte, kaputte Matratze. Oh, da ist ein Vogel. Da sind Dosen in der Mülltonne. Eine Glasflasche. Die wurden bis auf den letzten Tropfen ausgetrunken, diese Flaschen. Keine Ahnung, was das ist. Aber ist scheinbar egal. Okay. Cheep, cheep. Ein Vogel, der zwitschert aus diesem Loch im Dach heraus. Was machst du denn an einem Ort wie diesem? Komm her. Bist du schwach? Wie kann ich dich runterbekommen? Ich frage mich, ob es hungrig ist. Dann brauchen wir bestimmt Futter. Futter für den kleinen Vogel. Okay, eventuell in der anderen Gasse? Noch sind wir ja mehr oder weniger safe hier. Hier scheint ja noch nichts geschehen zu sein. Wir gehen einfach mal in die andere Gasse. Hoffentlich erwartet uns hier nichts Schlimmes. Der Gassenmörder. Am Datum ist wieder geschwärzt. Wurde ein weiterer Körper gefunden, da und da. Ein anliegender Anwohner, der halt in der Nähe wohnt, wurde in einer Gasse gefunden. Es scheint ein Teenager zu sein, aber seine Identität ist unbekannt. Der Körper war auch sehr kaputt, also sehr, ne, hatte viele Verletzungen und dieser Zwischenfall wird auch als einer der vielen Serienmorde betrachtet. Serienmörder. Oder Mord, Morde, Morde, Serien. Ja, es gibt da richtig viel rote, komische Flecken auf dem Boden. Das stinkt nach Blut. Ja, ist schlecht. Jemand Passendes erwartet dich auf jedem der Stockwerke hier. Jede sind bei einer Regel gebunden, dass sie ihren Flur nicht verlassen dürfen. Wenn dir dein Leben lieb ist, dann hast du keine andere Wahl, als auf die höheren Ebenen zu gehen. Ja, schlecht. Da ist etwas im Loch. Ein Schlüssel. Aber welche Tür macht es denn auf? Ich glaube, die eine da links zum Aufzug hatte kein Schlüsselloch, also muss das die andere sein. Ich nehme es mal an. Also, irgendjemand schleicht hier außer uns rum und es scheint ein Serienmörder zu sein. Oder zumindest müsste er etwas mit den Serienmorden zu tun haben, die wir hier gesehen haben. Inventory. Indoor Key. Ja, dann öffnen wir mal die geile Tür hier. Let's fucking go. Okay, das sieht ja interessant aus. Es sind verschiedene Wege. Ich gucke erstmal hier. Das scheint leer zu sein. Das auch. Auch die ist leer. Es kommt kein Wasser raus. Da kann ich nicht rein. Ein Serienmörder. Bla 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 bla. Wurden die Überreste von John Smithy gefunden? In der Fabrik? Bla bla. Anhand der Wunden wird geglaubt oder lässt sich feststellen, dass es die Arbeit eines Serienkillers ist, der die Stadt in Unruhe versetzt.
Der Mitarbeiter der Firma, John Smithy, 26 Jahre alt, war ein hart arbeitender, ehrlicher und wirklich ganz toller junger Mann. Der Zwischenfall geschah am gleichen Tag, an dem er ganz aufgeregt seinen Coworkern, seinen Mitarbeitern gesagt hatte, dass er sich ein neues Auto kaufen möchte. Dieser zufällige Mord hat die Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Ich bin in einem Gebäude, nicht wahr? Man kann ja mal fragen. Da ist eine Art Droge. Mhm. Okay, hier scheinen Uniformen eines, also so Teamuniformen drin zu sein für Angestellte. Okay, also das ist scheinbar ein Lagerungsschrank, aber er ist komplett zu. Keine Ahnung, was das ist. Das scheint eine Art Fabrikmaschine zu sein, so ein Meter, was irgendwas misst, aber es funktioniert nicht. Tragisch. Mhm, ja, mir gefällt das, dass das so richtig weitläufig ist. Das ist super, ja. Das ist eine große Box, aber die ist leider verrostet und deswegen zu. Da ist nichts drin. Da sind ganz viele, ja, so Dosenfutter ist da halt drin. Also Dosenessen. Da ist Besteck drin. Altes. Also nicht Besteck, aber so Geschirr. Da ist nur Müll drin. Vielleicht ist es für eine andere Person ja total wichtig und geil. Entschuldigung. Da wird Müll gelagert. Das Einzige, was in dieser großen Box übrig ist, ist eine kleine Schachtel, eine kleine Tüte mit Snacks. Wir haben eine Tüte mit Snacks bekommen. Wow, was für eine Verschwendung für eine Box, die so groß ist, dass sie fast leer ist. Aber es sieht so aus, als könnte ich mich da drin verstecken. Und hätte sogar noch Platz drin. Ist bestimmt nicht wichtig, dieser Fakt. Dankeschön. Das ist ein Sofa mit angezogenen, oh, wie heißen die denn? Federn, glaube ich. Das ist eine alte Matratze. Das auch. Die ist zu. Okay, die Frage ist, möchte ich hier sein? Möchte ich hier sein? Okay, also falls wir uns irgendwann mal verstecken müssen, auf geht's zur Box. Und zwar ganz schnell. Kann ich eigentlich rennen? Noch nicht. Ach doch, kann ich wirklich. Oh, das ist gut zu wissen. Nicht, dass ich hier richtig reingeschissen hätte. Da stand, glaube ich, die. Die, die, die. Bag of Snacks für dich. Wird es das Essen? Du hast die Tüte geöffnet. Ich denke mal, da werden so Chips oder so drin sein. Oh. Oh, ist es verletzt? Einer seiner Flügel ist mit Blut beschmutzt. Befleckt. Hey, bist du hungrig? Gut, iss alles auf. Du bist so toll. Den Hunger zu sättigen wird aber nicht helfen, dass sie fliegt. Ich werde dich viel besser fühlen lassen. Alles klar, halt still. Das klingt aber nicht gut. Jetzt solltest du in Ordnung sein. Aber ich habe Sorge um dich, also kommst du mit mir. Du hast einen verletzten Vogel erhalten. Okay, aber wieso fühlt sie sich jetzt besser? Das kommt aus der Gasse gegenüber von hier. Was für ein Geräusch. Es hat den Vogel verschreckt. Hey. Hey. Oh Gott. Oh, das war's mit der Gasse. Diese Passage. Nein, wir müssen hier raus. Bitte geh nicht in das Loch. Bitte. Ist schon in Ordnung. Hab keine Angst. Warte. Ich glaube, das ist nicht gut. Hab keine Angst. Lass uns diesen Ort gemeinsam verlassen. Okay? Da bricht doch bestimmt was durch. Nun, komm her. Oh, schön, ich darf speichern, wie nett. Mann, jetzt wisch mal diesen dummen Gesichtsausdruck aus deinem Gesicht. Und gib dich der Verzweiflung hin. Ich gebe dir 3 Sekunden, um Vorsprung zu erhalten. Wie weit kannst du rennen? Nun weine, schrei und, ja, flehe um dein Leben. Zeig mir die Verzweiflung in deinem Gesicht. Ja, mehr! Das ist Zack von Floor B6. Oh Gott. Er ist super schnell. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Ich muss mich irgendwo verstecken. Da rein. Oh. Ist super schnell gewesen. Da muss ich erstmal einen Schluck Tee trinken. Ah, wo zur Hölle ist die kleine Bitch hin? Nicht hier. Dieser Raum? Ich bin nicht da. Scheiße, ist versperrt. Na gut, dann mach ich's halt auf. Oh, danke. Ist es weg? Entschuldigung. Vielleicht ist es auch ein Mensch. Ich meine, ich hoffe, es kommt nicht zurück. Direkt degradiert. Ich muss dringend von hier fliehen, bevor es mich findet. Wenn es mich nämlich erwischt. Der Vogel. Ja, der Vogel. Ich würde das mal... Aus keinem besonderen Grund würde ich einfach mal speichern, habe ich so beschlossen. Das, verständlich, oder? Ich werde es mal kurz trinken, während ich gehe. Ach, Entschuldigung. Mein Geist passt auch nicht ganz in meine Box, aber egal. ich nehme mal an, wir sollen erstmal zum Vogel gehen. Ich mache mir solche Sorgen um den Vogel. Durchaus. Ach, da ist er. Oh, shit, ey. Ja, das, ja. Der Vogel ist in zwei Teile geschnitten. Da lässt sich, glaube ich, nichts mehr machen. Lass mich dir zumindest eine richtige Beerdigung geben. Komm her, ich schaff dich dahin. Ist vielleicht irgendwo hier, wo ich ein gutes Grab schaffen kann? Wie wär's mit ein paar Werkzeugen? Ja, wir haben ja die fette Schaufel gesehen. Die ist es wahrscheinlich. Ja, damit sollte ich in der Lage sein, den armen kleinen Kerl mit dieser Schaufel zu begraben. Nein. Nein? Du bist mein süßer kleiner Vogel. Nicht so. Nicht so. Du solltest so nicht aussehen. Das ist einfach grausam. Okay. Ich werde dich in Ordnung bringen, kleines Vögelchen. Ich mach mir Sorgen. Da, jetzt bist du wieder besser. Oder es geht jetzt wieder besser. Ich werde dafür sorgen, dass mein Vögelchen sich viel besser fühlt. Gut. So gut wie neu. Okay. Jetzt muss ich es nur noch begraben. Sie hat es zusammengenäht, nehme ich an. Da ist etwas auf dem Boden. Ah, stimmt. Ich hatte das Gefühl, dass etwas aus seinem Bauch rausgefallen ist. Ein Schlüssel. Das ist ja echt crazy. I was crazy once. Das ist ja echt Wahnsinn, dass du sowas verschluckt hast. Ja, ich finde hier so einige Dinge Wahnsinn, wenn man das so sagen darf, aber okay. Let's go. Ups, ja. Okay, dann gucken wir mal. Hier drüben war ja noch die Tür offen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir ihn da finden werden. Die Tür ist offen. Ich kann jetzt da durch. Hat es aufgesperrt? Ja, bitte degradiere ihn weiter. Oder es. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist eine Box. Ich muss manchmal ein bisschen nach links gucken. Ah. Oh. Das ist der Kontrollraum für die Aufzugspassage. Vielleicht wird ja die linke Tür damit geöffnet werden. Vielleicht. Das ist leer. Das ist Müll. Aber da muss kein Schlüssel rein, oder? Ach doch, tatsächlich. Ja, schön. Haben wir jetzt gemacht. Da ist eine sehr enge Passage, die nach unten geht. Was ist das für ein Ort? Da ist ein Schalter, der sagt, hier, Gatter oder Tor für die Aufzugspassage. Wird das die ganz hinten linke Tür öffnen? Wir machen es mal. Ich hoffe, das bedeutet, dass ich jetzt zur Hölle aus diesem Ort verschwinden kann. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht gleich erwischt werden. Okay. Das versperrt, Gott sei Dank. Oh no. Ja, ja. Oh. Oh. Ich muss mich beeilen!
Oh, shit.